So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nebukadnezar. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir sind nicht mehr weit weg vom Ende. Zwei Missionen fehlen uns noch und wir gehen auch gleich in die Kampagne rein, um die beiden dann auch anzusteuern. Assurbanipal war der vierte König der Sargoniden-Dynastie und der letzte große König des Neuassyrischen Reiches. Assurbanipal ist im Prinzip jetzt der König, dem wir dann sozusagen wieder unsere Treue schwören und für den wir alles aufbauen. 669 bis 631 vor Christus im Neuassyrischen Reich. Auf geht's, wir sollen 24.000 in der Bevölkerung schaffen, wir sollen ein Ansehen von 2.200 haben, 22 prunkvolle Residenzen, das heißt, wir müssen die auf die nächste Stufe bringen und müssen einen Tempel und einen Palast errichten. Machen wir. Schwierigkeitsgrad leicht, weil alles andere, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, insbesondere beim letzten Mal. In der letzten Mission, da hatten wir große Schwierigkeiten, da wollte keiner mit uns Handel treiben, bevor wir nicht ein gewisses Ansehen hatten und mussten erstmal ganz viele Leute haben, um das Ansehen überhaupt zu bekommen. Und das war furchtbar. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Wie du sicher weißt, ist unser König Assurbanipal ein sehr gebildeter Mann, mit großem Interesse an Kultur und Geschichte. Kein Wunder also, dass er auf die Idee kam, eine Bibliothek zu bauen, in der Wissen aus aller Welt gesammelt werden kann. Und seiner Meinung nach gibt es niemanden im Reich, der für diese Aufgabe besser geeignet wäre als du. Ninive erwartet dich. Ach, jetzt sind wir in Ninive. Sehr schön. Es gibt sogar eine Brücke, die lasse ich auch erstmal stehen. Es gibt Kupfer, das wir selber abbauen dürfen. Und ganz im Norden haben wir auch nochmal, ich weiß nicht, ich denke mal, das sind Steine. Sprich für einen Steinbruch, damit wir dann auch Siegel wieder selber basteln können. Das ist okay. Steine könnten wir im Prinzip so verkaufen, genauso wie Kupferbarren, um erstmal am Anfang Geld zu machen. Die Frage ist, ob wir denn auch Händler haben, die mit uns Handel treiben wollen. Erstmal ist hier gar keiner bereit, mit uns Handel zu treiben. Nusaybin sagt, nee, du brauchst 250 Ansehen. Was ist das denn? Luxuriöse Keramik. Muss ich denn jetzt Keramiken basteln aus Keramiken? Tatsächlich. Ah ja, dafür brauchen wir noch zusätzlich Farbe. Die muss importiert werden. Die können wir nicht selber herstellen. Genauso wie auch Gold immer importiert werden muss. Zumindest aktuell, weil wir keine Minen dafür haben. Und dann gibt es hier unten noch Astrologe. Das ist neu. Und der braucht diese komischen Augen, was auch immer das ist. Vielleicht auch ein Schild oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Sehr interessant. Das Observatorium stellt zur Verfügung das. Aha. Das heißt, im Prinzip ist es nur wieder Priester. Der läuft einfach bloß durch die Gegend und der stellt das zur Verfügung. Ich gucke mal ganz kurz bei dem Priesterabteil. Genau, stellt zur Verfügung das. Ja gut, wenn dafür nichts benötigt wird, umso besser. Dann brauche ich jetzt nicht so viel mehr zu machen. Denn es ist bloß wichtig, dass wir mit 21.000 so weit kommen, dass wir Handel treiben dürfen. Und da müssen wir uns erstmal jemanden suchen, der auch relativ früh mit uns Handel treibt. Wir haben jetzt hier 300 Ansehen, 550 Ansehen, 200 Ansehen. 100 Ansehen ist schon besser. Da müssten wir im Prinzip Kupferketten herstellen und verkaufen. Aber 100 Ansehen ist trotzdem noch eine ganze Weile weg. 750 Ansehen, 450, 150, 800, 55. Okay, du würdest uns Datteln abkaufen. Datteln könnte ich produzieren. Und dementsprechend mit 55 Ansehen sollte das klappen. Wir haben 21.000 zur Verfügung stehen. Sollten wir auch hier nochmal mit 5.000 unterstützt werden und das Geld geht alle, dann haben wir die Möglichkeit, das auch noch zu machen. Dann setzen wir hier den Hafen mit hin, werden sämtliche Lagerhäuser dann drumherum bauen. Das ist dann mehr oder weniger auch unser Stadtzentrum, von dem aus das dann überall hingebracht wird in sämtliche Teile. Und dann können wir von hier aus direkt auch Kupfer verkaufen. Heißt, wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, Leute in die Stadt zu holen und diese dann auch grundlegend zu versorgen. Da wir hier oben die Siegel haben und hier unten nicht, würde ich sagen, wir gehen so oder so nach unten mit den Bauern. Die sind dann schön weit weg, die werden eh nicht in der Nähe benötigt. Und da die auch nichts weiter brauchen, um ja, zu wachsen, versorgt zu werden, da machen wir deswegen auch hier das komplette Bauernparadies. Ziehen einmal eine Brücke rüber. Straße kommt mit dazu, dann sind sie zumindest schon mal an der Königreichstraße angebunden und dann können die jederzeit hier rüber wandern. So, Straße ziehen wir weiter und dann geht es um die Farmen. Heißt, wir brauchen Pflanzenfarm. Jetzt jault er mir wieder ins Ohr. Am liebsten würde ich die anders bauen. Ich nehme den Weg nochmal weg.
kriegen wir glücklicherweise das Geld ja auch zurück. Und dann bauen wir jetzt erstmal wirklich nur die Farmen, dass wir ungefähr wissen, wo wir was hinstellen. Pflanzenfarm. Tierfarm. Nee, das noch nicht. Straßen. Bewässerungskanäle. Erstmal die Pumpen. Oh, ich glaube, die Pumpe bringt nichts. Da muss ich gleich nochmal gucken. Könnte aber knapp was werden. Nee, bringt nichts. Gut, die auch nicht. Also kann ich die beiden wieder loswerden. Und wir brauchen noch weitere Pumpen. Zumindest eine noch. Damit wir gucken können, ob das auch wirklich reicht. So. Muss nicht mal ganz so lang sein. So ist in Ordnung. Weil wir ja bloß drei Felder brauchen, die sind dann bis hierhin definitiv schon mal fest. Und dann müssen wir jetzt noch von jeder Seite einmal runterkommen. Und auch nicht weit. Im Prinzip nur eins, zwei Felder weit. Das geht. Und da reicht schon wieder nicht mehr. Okay. Eine weitere Bewässerungspumpe. Okay. Geschafft. Dann können hier schon mal die ersten Bauern leben. Das ist gut. Lagerhaus Nummer 1 und Nummer 2. Straßen mit dazu. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, wer war das nochmal? Karchemisch. Möchte Datteln abnehmen. Datteln können wir verkaufen für 39 das Stück. Und dann kommt irgendwann mit 100. Wo waren sie? Dilmun dazu. Und Dilmun kauft uns dann glücklicherweise die Kupferketten ab, die wir dann aber hier drüben produzieren. Wir werden auch die Datteln hier produzieren, das heißt am besten hier oben, dass wir das einmal hier mit hinbringen, denn hier wird ja unser Haupthafen stehen, das hatten wir schon geklärt. Und dann können wir von hier aus das Kupfer mit rüberbringen, alles ist okay. Und zur Not hier drüben auch nochmal Datteln und alles produzieren, um dann Leute weiter zu unterstützen und die ganzen Waren auch immer hin zu transportieren. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. So, dann einen Marktplatz. Ein ärmlicher, wohlgemerkt. Warte, was war jetzt die Tierfarm? Du bist die Pflanzenfarm. Ich baue das erstmal hin, damit ich das sehen kann. So. Da fehlt noch einmal ein Bewässerungsgraben. Danke. Und jetzt dann auch mehr Leute. Sowie nicht Brauereien, sondern Bäckereien. Und dann der Marktplatz, ärmlich, natürlich, wie auch sonst. Und eine Straße. Dann die Häuser. 1, 2, 3, 4, 5. Wie will ich die am liebsten hinstellen? Am liebsten weiter rein ins Landesinnere, das heißt so. Ob der Marktplatz dann allerdings überall rumlaufen kann, wo ich den hinhaben möchte, das müssen wir dann prüfen, wenn es soweit ist. Guti, das steht. Weiterhin ist der Warenverbrauch bei 0,75, das ist völlig in Ordnung, das reicht aus. Wir brauchen jetzt die ersten Leute, die hier einziehen. Ich kann jetzt auch schon mal die Straße hier mit verbinden. Und dann ist das schon mal geschehen. Die Bauern kommen. Wir brauchen zusätzlich einen Heiler und eine Feuerwache. Und dann können die Leute kommen. Jetzt zum nächsten. Wir brauchen auch gleich schon die besseren Einwohner. Wo will ich die haben? Am liebsten dort, wo es auch Fisch gibt. Hier drüben wird es keinen Fisch geben. Das sieht zumindest schlecht aus. Also werden die hier unten mit hingestellt, weil sie dann ihre Ketten gleich bekommen können. Und dann können die hier fischen. Das ist in Ordnung. Heißt das mal alles weg. Werden wir vielleicht später neu setzen, aber jetzt nicht. Bewässerungspumpen. Und
Dann die Datteln. Pflanzenfarmen. Jo, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ich muss im Prinzip diese Farm noch einen weiterstellen. So. Und dann passt es letztendlich so mit rein, dass hier der Bewässerungsgraben noch mit rumgezogen werden kann. Vielleicht muss ich dann noch eine weitere Pumpe bauen. Sicher ist sicher. Jetzt kommt der Graben an sich. Und 3, perfekt. Hier auch noch einmal rum. Und dann hier unten rum. Jo. Passt, wackelt und hat Luft. Und ich brauche noch einmal einen Graben hier. Dankeschön. Und schon fehlt es dort oben. Ihr seid ja witzig. Warte, dann mache ich es anders. Dann ziehen wir den Bewässerungsgraben so. Und dann passt das auch. Jetzt die Straßen sowie Lagerhäuser und ihr bekommt Datteln. Super. Dort werden nur Datteln eingeladen, da auch. Warte mal, da habe ich hier auch falsch gemacht. Gold, ja. Gold wird nur eine ganze Weile dauern, bis wir das haben. Da werden wir so schnell nicht rankommen. Sehr schön. Dann können wir die Datteln auf jeden Fall sehr gut rausgeben. Wir brauchen als nächstes Straßen für die Märkte. Baue ich mal so mit hin, dann kann ich nämlich den gewöhnlichen Markt hier absetzen. Da kommt der nächste Markt hin. Plus ein Lagerhaus für Fisch. Kriegt auch noch eine Straße dazwischen, das ist okay. Du verteilst Fisch, du verteilst Datteln. Dann werden wir erstmal nur eine Wohnsiedlung fertig machen, weil ich es mir sonst nicht anders leisten kann. Wir müssen ja schon zwei fertig machen. Ansonsten kommen wir da nicht hinterher. Wir brauchen ja das Ansehen, mindestens 55. Also jetzt erst einmal Anglerpier. 4 Stück reichen für den Anfang. Reichen auch im Allgemeinen, aber ist egal. Straße mit hoch, Lager mit ran, nur Fisch, hier auch bitte nur Fisch, eine Karawanserei, die den Fisch von hier nach da bringt, eine Feuerwache und einen Heiler bitte. Sowie Straßen, die hier schon mal lang führen und wo denn die Leute nachher entstehen. Ich werde sie so niedrig wie möglich halten, damit ich noch mehr Platz für andere Leute habe. Also Villa. 5 Stück. 4 Plätze freilassen. 5 Stück. So.
Dann werden wir dafür sorgen, dass sie nur entstehen können. Das bedeutet, ich werde am Anfang jetzt noch nicht allzu viele dekorative Gegenstände mit hinstellen, denn dafür haben wir das Geld nicht. Wir werden nur dafür sorgen, dass sie so viele Plätze wie möglich bekommen. Die sind relativ günstig. Und gleichzeitig dann auch die Möglichkeit kriegen, vielleicht dadurch zu wachsen, vielleicht aber auch durch andere Dinge. Das muss ich mal gucken. Heute mal in Lila ist auch schön. Mein Glückwunsch, ihr werdet hier komplett eingedeckt. Hoffentlich läuft keiner auf der Straße lang, ansonsten liegt er jetzt unterm Teppich. Das haben wir unter den Teppich gekehrt. So, das haben wir. Dann kommen bis zu 22 rein. Wir haben dann genügend Fisch, wir haben genügend Datteln. Die nächsten Datteln müssen wir dann später oben bauen und verkaufen. Ihr seid aktuell bei einer Schönheit von 0,6, teilweise 3,9. Heißt, ich werde nicht drum herum kommen, jetzt auch noch ein bisschen Deko so mit rein zu ballern. Dann seid ihr erst bei 3,6. Das ist noch zu wenig. Aber die schon bei 6,3. Das heißt, die äußeren Gebäude sind schon mal glücklich. Ja, ich meine, für den Anfang reicht's. Aber es sind halt noch zu wenige, die größer werden. Okay. Attraktivität steigt zwar, ist aber nicht überall da, wo ich sie haben möchte und hier hinten in den Ecken sowieso nicht. Ganz hinten in der Ecke schon. Das verstehe ich jetzt nicht, dass du da ein bisschen rumholst, aber vielleicht mögen die auch einfach die Umgebung nicht. Gut, egal. Die können jetzt im Prinzip einziehen. Wir haben auch nur noch 7000 übrig, sollten uns jetzt also sehr vorsichtig fortbewegen mit dem ganzen Zeug, was wir noch machen müssen. Das heißt, ihr seid jetzt erst einmal da und fest und passt aufeinander auf, während ihr auch aufeinander aufpasst und später mehr werdet, nicht jetzt. Ich muss aber wahrscheinlich schon mal ein neues Bauerngebiet fertig machen und gegebenenfalls die Leute auch schon mal mit Töpferwaren versorgen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, euch zu entwickeln. Die Töpferwaren kann ich hier hinten produzieren. Genauso wie später auch Tafeln. Aber das machen wir erst, wenn wir Leute haben, denn die müssen jetzt erstmal arbeiten. Und vor allem muss ich dann auch sehen, wie viele von den Bauern übrig sind und ob ich da noch weitere Bauern mit hinzufügen kann, um die Töpferwaren dann für beide Parteien fertig zu machen. Das wäre ganz praktisch. Währenddessen können wir aber hier schon mal unseren Hafen mit hinbauen, wo wir ihn sowieso haben wollen. Erst einmal nur ein kleiner. Können wir ja später meinetwegen vergrößern. Ich muss mal gerade gucken, ob der denn mehr Innenplatz nimmt. Jo, nimmt er. Scheiß drauf, machen wir einen großen, ist okay. Straße ziehen. Feuerwache mit dazu. Gut, dann ein Lagerhaus. Das wird nur für Datteln sein. Die Datteln werden wir hier oben anpflanzen. Die Pflanzenfarm kann ich aber schon mal setzen, das ist okay. Und wir brauchen auch nicht allzu viele Bewässerungspumpen, weil wir nicht so viele Gräben setzen müssen. Wir gehen hier einmal nur kurz runter und hinten rum. So, das reicht schon. Datteln werden gefertigt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Warte mal, wie weit reicht das Teil bis dahin? Schafft es das Lager bis dahin? Nee, ist dann außerhalb. Also muss ich noch eine Karawanserei bauen. Na super, liebe ich ja. Okay, gut. Alles ist jetzt erstmal soweit vorbereitet, wenn auch noch nicht fertig, aber zumindest vorbereitet. Jetzt können die Leute von Süden aus kommen und dort einziehen, sobald dann hier erstmal die Leute aus Norden gekommen sind und dort eingezogen sind.
Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht auch nochmal ein paar Bauern mit hinstellen und uns darum kümmern, die Keramik mit ran zu bekommen. Und dann kriegen wir hoffentlich so viele Steuern, dass es ausreicht und wir so ein bisschen noch vor uns hindümpeln können, bevor es dann letztendlich dazu kommt, dass wir hier Dinge endlich verkaufen. Dank unseres Ansehens. Das wäre ganz, ganz toll, meine Lieben. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich im nächsten Part, wenn wir die Stadt starten. So. Ich komme nur from the outer space, um euch zu sagen, dass ihr ein Abo und ein Like da lassen müsst. Wenn ihr nicht macht, ich muss wieder weggebeamt werden. So.